So, jetzt noch ein bisschen Geländer da wieder hin. So, ein Geländer ist mir runtergefallen. Das müssen wir uns mal wiederholen. So, da ist halt die Frage, kommen wir da von einer Etage tiefer oder vom Fenster irgendwie dran? Das ist ja schon anderthalb Etagen tiefer. Das heißt, ich müsste dann hier, da oben liegt es. Also werde ich mich hier irgendwie durchbaggern. Nichts noch. Auf dem Ding. Hier oben liegt auch noch was. Das haben wir. So. Was ist das da unten? Da sind auch noch Sachen noch weiter runtergefallen. Müssen wir das wohl von draußen irgendwie uns holen. Also wir wollen das ja nicht verkommen lassen, ne? So, wo ist jetzt der hier aus? Der hier Ausgang. Hier der Ausgang. Hier ist der Ausgang. So, und jetzt. Mal. Das können wir jetzt so machen. Und dann kommen wir nicht wieder zurück. Das ist aber, oh, hier ist ja schon mal was. Sehr gut. So, da ist das nächste Stück. Gut. Da oben klebt auch noch was. Das können wir uns wahrscheinlich so irgendwie holen. Haben wir es schon? Ja, haben wir schon. So, und dann ja, manche sammle ich auf und manche nicht. Okay, dann müssen wir jetzt mal runter. So, hier waren noch immer die Krieger gewesen. Nicht wahr? Ist da eigentlich hell genug, oder? Eben die Creeper nicht, sondern war mal der eine da. Ich glaube, das ist hier doch eigentlich hell genug. Jetzt muss ich mal mit F3 gucken. Also F3. Block 9. Block 7. 6. Okay, dann hier halt. Was hier? So, Block 7, 8, 8. Ja, und vielleicht dann auch noch hier. Oder? Na, hier kommt das Licht vom Restaurant. Ja? So, okay, also. Hier ist wieder, es war nur die Ecke, dann ist der direkt auf der Ecke gespawnt, das eine Mal. Na? So, jetzt komme ich eigentlich hier wieder schön raus. Prima, jetzt kommen wir zum großen Wildschwein. Danke für Ihren Besuch. Genau, zum großen Wildschwein. Okay, das hätten wir also, Moment, hier hoch geht es, das hätten wir also geschafft. Und jetzt habe ich ja, sagen wir mal, ein paar Themen. Das war jetzt das Internet, meldet sich ab oder an oder was auch immer. Es hat sich angemeldet. Okay, also, das tun wir erstmal wieder weg. Birke, nein, Fichter, Eiche war das. So, bei der Eiche haben wir jetzt schon
hier alles soweit einsortiert und hier war noch was Eiche drin, ein bisschen. Da könnte man natürlich auch sagen, was brauche ich jetzt hier so viel Zeugs da? Wir nehmen einfach hier mal diese raus, tun die da oben mit hin, machen wir so halbe halbe oder so fast halbe halbe, so, und dann sind die da weg und dann können wir hier noch die anderen Eichensachen da reinschmeißen. Das ist Tropenholz, Eiche, Eiche, Eiche. Ne? Oder? So, genau. Tun wir die mal hier rein. Du nicht, du kommst da oben mit hin. Da hast du ja schon deinen Platz. Genau. So, und dann werden wir dann nachher noch die größeren Kisten haben. Was im Moment? So, was ist das jetzt? Das ist eine Truhe. Das ist eine Truhe. Das ist eine Truhe. Ich hatte doch Redstone und alles hier gemischt, ne? Große Truhe kann ich jetzt gar nicht so sagen, was hier Redstone ist und was nicht. Was Redstone-Truhe ist, steht jetzt nur große Truhe dran. Aber das eine ist ein Redstone und das andere nicht. Also das waren, glaube ich, normale, das war Redstone normale. Dann müsste das hier eine Redstone-Truhe sein und das eine normale. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher. So, dann müsste das hier Redstone hin, dann hier normale. Ja. Dann müssen wir die noch nach hinten verschieben. Okay, das kostet alles dann noch ein bisschen Zeit. Da muss ich mich hier dann mal rumgraben. Hier hinten rum. Oder von hier aus. Das kann man natürlich auch von hier aus machen. Wir sind ja hier direkt an der Hinterwand. Dann können wir das von der anderen Seite machen. Genau. Dann brauche ich hier vorne gar nichts mehr basteln und so. Dann machen wir das alles von hinten. So, ja. Also ein paar Themen habe ich. Das erste Thema ist, was machen wir denn, wenn das Hotel fertig ist? Da wollte ich eigentlich, da hatte ich zwei Ideen. Ich wollte was abreißen. Das geht aber nur, wenn ich eine Spitzhacke habe mit Behutsamkeit, weil ich nämlich, und da fahren wir mal ein bisschen Eisenbahn, weil wir sind schon so lange nicht mehr Eisenbahn gefahren hier. Also ich weiß schon gar nicht mehr, wie das geht. Ich glaube, wir haben die eine Eisenbahnstrecke auch gar nicht fertig. Warum mache ich das nicht aus? So, also, Eisenbahn. Hier muss ich runter. Hier ist der Bahnhof, sollte ich vielleicht mal ausschildern. Da waren die Wagen drin. Und da ist noch das Huhn immer noch. Ich werde dich da mal befreien. So. Das Weichenhuhn. Dann fahren wir mal los. Okay, dann, wie ging das jetzt? Fleischfabrik. Da muss ich da klicken, ne? Und dann vorher umschalten. Genau. Wunderbar. So, hier ist das Gästehaus. Hier ist die Haltestelle Fleischfabrik. Man kommt auch zu Irini damit. So, hier geht's weiter zu Onkel Toms Hütte. Da wollte ich jetzt mal. Nein, wir fahren erstmal hier rechts rum. Sonne geht auch gleich unter.
Dann sind wir am Neuwerk. Geht das dann noch weiter? Ja, anscheinend. Richtig, hier ist dann Endstation. Oh! So, dann werde ich mal hier. Wie geht's hier raus? Hopsa, Hilfe! Hier geht's gar nicht raus. Hilfe. Doch, hier geht's raus. Ich brauche ein Bett, weil es ja gleich Nacht wird. Jetzt sind wir hier also in der Gästesiedlung. Das haben also Leute eingeschickt. Chili Willi im Jahr 555. Wir sind jetzt Folge, was weiß ich, also in Folge 555. So, hast du denn das Bett? Wo hast du denn das Bett? Da oben wahrscheinlich. Ich habe doch noch einige Sachen hier. Da hat's kein Bett. Aber er hat zum Glück eins. So. Man sollte auch mal ein bisschen sauber machen hier. Okay, dann gehen wir wieder runter. Und dann wollte ich euch sagen, hier entsteht André Krylov. Was? Bahn? Oder was auch immer. Also, was ich möchte, ist, dass ich dieses Ding hier abbaue. Ja. Und dass wir da anstattdessen eine Brücke drüber machen. Ich meine, es ist auch so natürlich nicht schlecht. Die hatte ich ja damals von irgendeinem einem Server oder Fisch, wie heißt der Fisch? Zander drin waren, ja. Habe ich mir das abgeguckt hier mit diesen Befehlsblöcken. Und aber es gibt also Zuschauer, die finden dieses Glasgestell nicht so toll. Und ich muss sagen, es ist, man kann sich auch Besseres vorstellen. Aber so eine schöne Brücke wäre vielleicht auch nicht schlecht. Stattdessen. Jetzt sind jetzt hier wieder hoch. Ich hier keine. Ah, Hilfe. Sagte mal. Kann das sein? Ah, hier. So. Na? Erstmal ist es noch nicht ganz fertig und dann müsste ich, wäre es ganz nett, wenn ich hier Behutsamkeit hätte, könnte man das nämlich so abbauen. Wäre eigentlich schade ums Glas. Also lassen wir das erst nochmal. Aber in Zukunft wird es hier eine Brücke sein, denke ich mal. So. Oh, hier ist der Ausgang, oder? So ganz zufrieden bin ich mit dem Ding übrigens auch nicht, aber gut. Dann fahren wir zum anderen Punkt hin. Wo ist jetzt der Knopf hier? Da oben. Ah, halt zurück. Gehen aber zurück. Das möchte ich doch noch mal. Der ist so gut angebracht, dass ich nicht gesehen habe. Sollte jetzt so sein, dass ich nach vorne. Ah, wunderbar. Das war die Endstation. Geht ja alles automatisch hier in Rummelsberg. So. Jetzt fahren wir da rum, ist richtig. Brücke. Ah. So, und jetzt geht die Spur da rum. Klasse. Das war schon gleich verkehrt. Da wollte ich ja gar nicht hin. Dann müssen wir wieder wenden. Denn ich wollte jetzt nach links fahren. Und mal gucken, ob ich hier schon weitergebaut habe. Nein, wie man sieht, noch nicht. Doch, habe ich schon. Aber hier geht es nicht weiter. Okay, das muss ich noch bauen. Und dann müssen wir da oben irgendwie rumkommen. Genau. Also wir müssen da oben, ist ja schon vorbereitet, die Brücke. Ah, dann kann diese Brücke nämlich weg. So, dann müssen wir.
müssen wir mal hier bei Onkel Toms Hütte. Warum heißt das Ding Onkel Toms Hütte? Nun war das Gebäude da oben von Onkel. Wie heißt er? Tom oder wie auch immer. Von Tom. Einfach nur. Tom erbaut und importiert. Im Jahr 704. So, aber wir müssen jetzt mal hier hin. Und über die Brücke irgendwie kommen. Das ist jetzt die falsche. Das ist natürlich schon immer nicht so. Genau, hier sind wir. Die Brücke ist ja noch nicht so alt. So, was müssten wir noch machen? Jetzt sind wir ja hier ganz am anderen Ende. Für Vegetarier und Umweltschützer, Haus zum Wohnen. Und von wem ist das eigentlich gebaut worden? Wieso habe ich das da nicht dazu geschrieben? Habe ich das? Noch. Okay. Sollte ich vielleicht noch dazu schreiben. So, der Vulkan. Hier sind seine Ausbruchszeiten. Der ist in diesen Jahren ausgebrochen. Ich muss noch mal gucken, ob er noch mal ausgebrochen ist dazwischen. Aber das andere Problem ist, wir haben ja hier noch ein paar Gebäude stehen. Die sind ja jetzt völlig abgeschieden. Da wollte ich dann also hier diese Bahn weiterbauen, die jetzt da kommt. Die soll dann hier rüber. Und dann hier die Endstation. Da ist doch irgendwas. Guck da mal, da steht was. Steht da was? Ach, das ist vielleicht. Was ist denn das hier für Gebäude? Friedrich. Hallo Friedrich. Wo kommt das jetzt wieder her? Siehst du, da habe ich schon kein Schild mehr gemacht hier. Und hier auch nichts. Wo ist denn dieser Eingang? Hast du überhaupt einen Eingang? Hintern. Ja, dafür habe ich eigentlich die Schilder gemacht, dass ich weiß, wer das war. Und das muss ich dann auch nochmal machen. Also bis zu einem bestimmten Jahr habe ich das gemacht. So, wir sind jetzt hier sozusagen am Ende von Rummelsberg. Aber auch ein schöner Ausblick. Und da ist halt die, da könnte man hier auch noch weiter bauen. Guckt mal, das geht hier noch weiter. So. Hier könnte man noch irgendwas drauf bauen. Was Kleines. Hier auf diesen Nöppel da und dann haben wir hier noch so eine Schlucht. Was kann man da machen? Da kann man wieder so eine schöne Brücke drüber bauen. Also wir haben noch genug Platz hier. Und hier sind wir dann wirklich am Ende der Welt, respektive am Ende von Rummelsberg. Und jetzt muss ich erstmal hier wieder hochkommen. Doch, es geht eigentlich prima. So, dann haben wir, ja, dann müsste man hier irgendwie noch eine Mauer drum bauen. Ja, so eine Mauer, so ähnlich wie da hinten die Mauer. Dass man hier das alles noch ganz ummauert und dass man hier Mauer drum macht. Ja, irgendwie so Mauer drum macht. Man könnte auch hier dieses Tal noch ein bisschen auffüllen, dass man hier noch ein bisschen Platz hat zu bauen, irgendwas bauen, irgendwann mal, ja. Falls ich mal wieder auf die Idee komme oder falls es mir wieder möglich ist, auch Sachen zu importieren. Ich glaube, ich habe sogar noch was irgendwo rumfliegen, was noch nicht importiert ist, weil es im Moment nicht geht. Ja, und der Friedrich, ich wusste gar nicht, dass hier ein Typ drin ist, ehrlich gesagt. Das war mir jetzt völlig. Naja, auf jeden Fall hat man also hier auch einen wunderschönen Blick auf Rummelsberg. Ne? Man ist ja noch in Rummelsberg.
Da ist diese Seilbahn, die automatische, also ganz von der ganz anderen Seite betrachtet mal. So, wo ist denn das Haus? Das ist das Haus von Opa Zion, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Und hier unser Aussichtsturm. Ja, und der Vulkan mitten in der Stadt. Da hat der Vulkan ja so ein bisschen schon mal in die Nähe der Stadtmauer gelinst. Also da muss man auch auf was man auch noch bauen, was ich auch noch bauen wollte, war diese, also hier ein Gebäude auf die Stadtmauer setze, wenn man so will. Und dann kann man vielleicht auch, na, hier geht ja die Treppe hoch, hier kommt man dann zu dem Turm, den ich mal für Iruini gebaut habe. So, jetzt hoffe ich, und den ich dann auch hier wiederholt habe, weil ich den so schön fand. Und dann hoffe ich mal, dass hier ein Bett drin ist. Ja, ist auch prima. Vorher noch eine Dusche nehmen, habt ihr erst ein Bad drin. Nein, die meisten Leute haben doch, hier ist ja was. Ja, schöne Badewanne. Na, ich sollte die Tür zumachen, sonst kommt da einer gucken. Und auch eine wunderbare Aussicht hier. Mit Blümchen, wunderbar.